Es ist doch schön entspannt, sich einfach mal mit seinen Freunden hinzusetzen, einen Tee zu trinken und dabei Kuchen zu essen. Und ein Großteil des heutigen Animes dreht sich um genau das. Damit heiße ich euch willkommen zu meiner Review von K-On! K-On! Ist ein Slice-of-Life-Comedy-Anime aus dem Studio Kyoto Animation. Die erste Staffel erschien im Frühling 2009 und die zweite im Frühling 2010. Wenn man die Folgenzahl beider Staffeln zusammenzählt, kommt man auf insgesamt 39 Episoden, die alle eine normale Laufzeit von 24 Minuten haben. Es geht um den Night Music Club, dem noch ein Mitglied fehlt. Leichtsinnig meldet sich das Mädchen Yui Hirasawa als Mitglied an, ohne überhaupt ein Instrument spielen zu können. Doch ist es bereits zu spät, um den Schwanz wieder einzuziehen, denn die anderen Mitglieder des Clubs überzeugen sie, dem Club beizutreten, und schon hat Yui neben ihrem normalen Schulstress auch noch die Aufgabe, Gitarre zu lernen, was sie an sich ja während den Clubzeiten tun könnte. Aber da gibt es Wichtigeres zu tun. Die Band der Mädels muss ihrem Namen After School Tea Time ja gerecht werden, und das werden sie. Statt Bandproben gibt es Kuchen und Tee, statt Anstrengung gibt es Entspannung. Und diese leichtherzige Atmosphäre, die diese entspannenden Szenen von sich geben, zieht sich so ziemlich durch den gesamten Anime. Man begleitet die Band bei ihren Alltagsaktivitäten, bei ihren Ausflügen und generell bei ihrem ziemlich sorglosen Leben. Der größte Konflikt bei K-On! Besteht darin, wer das Stück Kuchen mit der Erdbeere kriegt. Wenn man die Story aber mal genauer betrachten möchte, wird man feststellen, dass es keine Story gibt. Es passiert nichts Signifikantes. An sich lebt der Anime von seinem Comedy-Aspekt, auch wenn der Anime gegen Ende von Staffel 2 in Anführungszeichen ernster wird und das Thema Freundschaft besser behandelt, als es ein Fairy Tale jemals könnte. Aber bei K-On! Geht es überhaupt nicht um die Story. Viel eher geht es um die Interaktionen und Beziehungen zwischen den Charakteren, zu denen ich jetzt komme. Die fünf wichtigsten Charaktere in K-On! Sind selbstverständlich die Mitglieder von After School Tea Time. Zum einen hätten wir da Yui Hirasawa. Sie tritt nur in den Night Music Club ein, weil sie dachte, dass Light als einfach übersetzt werden würde und entsprechend davon ausging, dass sie nur Pfeifen oder Triangel spielen müsste. Letzten Endes endete sie aber als Gitarristin. Sie ist eine überaus tollpatschige Person, ist schlecht in der Schule und insgesamt einfach ein Kind geblieben. Sie lässt sich leicht von Kleinigkeiten ablenken und gerade wenn es ums Proben mit der Band geht, ist sie eine der ersten, die anspringt, wenn es um Kuchen geht. Doch obwohl sich für Yui in erster Linie alles um Kuchen und andere Süßigkeiten dreht und sie nicht mal wirklich auf sich selbst aufpassen kann, kümmert sie sich gut um ihre Gitarre, schon fast als würde sie sich um ein Kind sorgen. Und auf Yui passt dann Yuis jüngere Schwester Ui auf, welche in diesem Fall als ältere Schwester fungiert. Doch obwohl Yui solch ein gigantischer Tollpatsch ist, ist sie sehr leichtherzig und optimistisch. Dann hätten wir noch Mio Akiyama und Ritsu Tainaka, welche sich bereits seit ihrer Kindheit kennen und sich mit dem Light Music Club den Traum einer eigenen Band erfüllen wollten. Diese beiden sind wie Yin und Yang. Sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Während Mio die schüchterne, zurückhaltende Bassistin ist, ist Ritsu die offene, temperamentvolle Schlagzeugerin. Mio möchte eher im Hintergrund stehen und wird schnell verlegen, wenn die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt wird, wogegen Ritsu kein Problem damit hat und cool sein möchte, weshalb sie auch ihr Schuljackett offen trägt und ihr Hemd nicht in den Sock steckt. Und trotz Mios schüchterner Persönlichkeit kann sie streng werden, wenn Ritsu wieder Schwachsinn macht, was sie echt nicht selten tut. Außerdem ergänzen sich die beiden echt gut, obwohl sie so unterschiedlich sind. Das vierte Clubmitglied ist Tsumugi Kotobuki. Sie ist die reiche Keyboardspielerin und sorgt dafür, dass immer Kuchen und Tee da sind. Ihre Persönlichkeit ist sehr freundlich, doch irgendwann denkt sie sich, dass sie rebellischer sein möchte und lässt sich das Ganze mehr oder weniger von Ritsu beibringen. Insgesamt möchte sie sich stellenweise mehr oder weniger an ihre Freunde anpassen und das Leben einer normalen Highschool-Schülerin führen. So macht sie beispielsweise bei Nebenjobs mit, um gewisse Dinge für den Club zu finanzieren, oder isst Fastfood oder ähnliches, obwohl sie sich eigentlich alles leisten kann und das auch mit besserer Qualität. Doch sie hat Spaß an diesen normalen Aktivitäten. Auch wenn sie hier und da ihren Reichtum spielen lässt, damit der Club beispielsweise einen Strandausflug machen kann, der eigentlich zum Üben gedacht ist, aber Üben ist ja nicht so das Ding der Mädels. Das letzte Mitglied von After School Tea Time ist Azusa Nakano oder auch Asunyan genannt. Obwohl sie eine Stufe unter den anderen ist, macht sie den Eindruck, als wäre sie die Erwachsenste in der Band. Außer ihr denkt niemand nicht mal wirklich daran, ernsthaft zu üben. Und dennoch schaut sie zu Mio auf, weil sie ihre erwachsene Art mag oder bewundert Mugi für ihre Schönheit. Zudem fühlt sie sich schnell einsam und denkt oft darüber nach, was passieren wird, sobald die anderen ihren Abschluss machen, und dazu gibt es eine großartige Szene in Staffel 2. Während andere Leute in anderen Anime wollen, dass ihr Senpai sie bemerkt, ist Asusa so, dass sie nicht von Yui bemerkt werden möchte, da Yui da doch ein wenig aufdringlich ist. Aufgrund ihrer Bodenständigkeit und mit Abstand der realistischsten Denkweise ist Asusa wohl einer meiner Lieblingscharaktere in K-On!
Was die Charaktere aber ausmacht, sind nicht ihre Persönlichkeiten, denn diese sind nicht wirklich tiefgründig oder bekommen sonderlich viel Entwicklung. An sich sind sie einfach ein weiteres Moe-Anime-Cast, wenn man jeden einzelnen betrachten würde. Was die Charaktere ausmacht, ist die Kombination von ihnen. Gemeinsam funktionieren sie so gut, dass sie echt unterhaltend sind und es macht Spaß, ihnen zuzuschauen, wobei das eine komplett subjektive Empfindung ist. Der ein oder andere mag diese Art von Charakteren auch überaus nervig und kaum zum Aushalten finden, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich hatte aber auf jeden Fall meinen Spaß mit ihnen, weil ich ein riesiger Moe-Fan bin. Animationstechnisch und auch soundtechnisch habe ich bei K-On! Nicht wirklich was auszusetzen. Die Animation steigert sich von der ersten zur zweiten Staffel und im Film ist sie dann echt absolut großartig. Wenn man mit dem Moe-Look aber nichts anfangen kann, wird man vom generellen Artstyle wohl eher abgeschreckt werden. Was aber nicht viel daran ändert, dass der Test ziemlich gut aussieht, abgesehen von ein paar CGI-Autos. Was ich am Soundtrack schade finde, ist, dass in der zweiten Staffel Tracks aus der ersten Staffel wiederverwendet wurden, was erstmal nichts Schlechtes ist, weil die Tracks größtenteils echt gut waren, aber ich hätte mir doch etwas Neues gewünscht. Aber das, was den Soundtrack eigentlich ausmachte, sind die Lieder, welche von After School Tea Time gesungen werden. Ich persönlich finde die Songs großartig und fand es immer wieder toll, als die Mädels einen Auftritt hatten, wobei auch hier einige Songs öfter wiederholt wurden und dem ein oder anderen auf Dauer auf die Nerven gehen könnten. Die Openings und Endings gefielen mir sowohl animationstechnisch als auch von der Musik ebenfalls sehr gut. Aber was erwartet man bei der Produktionsqualität von KyoAni auch anderes? Wenn die etwas können, dann sind es Pretty Colors und nette Musik. K-On! Ist ein Anime, den ich subjektiv extrem mochte, weshalb dieser Anime wohl auch meine größte Guilty Pleasure ist. Ich fand die Charaktere liebenswert und der Humor hat mich super unterhalten, aber beide Punkte sind subjektiv. Wenn ich das Ganze genauer unter die Lupe nehme, bleiben Charaktere, die sich nur leicht von der typischen Slice of Life Comedy absetzen, weil die Beziehung zwischen ihnen so gut funktioniert, dennoch sind sie nicht wirklich tiefgründig oder durchleben eine sonderlich großartige Entwicklung. Auch storytechnisch schneidet der Anime eher schwach ab, da an sich überhaupt keine Story vorhanden ist. Was K-On! Aber tatsächlich gut macht, sind die Animationen und die Musik. Der Anime sieht hervorragend aus und hat einen ziemlich guten Soundtrack, auch wenn sich dieser in Staffel 2 wiederfinden lässt. Zumindest teilweise. Wenn ihr nun also einfach auf der Suche nach einer leichtherzigen Moe Slice of Life Show seid, werdet ihr bei K-On! Mit Sicherheit nicht enttäuscht. Vorausgesetzt, ihr mögt diese Art von Humor. Wenn ihr mit Moe Slice of Life aber nichts anfangen könnt, werdet ihr den Anime nicht genießen können, da ja abgesehen von der Animation und den ganz knapp überdurchschnittlichen Charakteren keine wirklichen Qualitäten hat. So sehr es mich schmerzt, kann ich K-On! Leider nur den Okay-Stempel geben, da es viel zu sehr auf subjektive Dinge ankommt, ob man den Anime mag oder nicht. Und wenn euch K-On! Gefallen hat, dürften euch die meisten Comedy-Slice-of-Life-Shows von KyoAni! Gefallen. Ansonsten war's das von mir, haut rein.